Also insgesamt hatte Umar ibn Abdulaziz 33 Lehrer, davon waren 8 Sahaba und 25 Tabi'i. Natürlich gab es andere, die viel mehr Schuyuch hatten. Aber die Frage ist, wie viele Schuyuch hast du? Wie viele Schuyuch hast du? Was heißt das konkret? Wen gehst du regelmäßig besuchen von den Schuyuch? Das ist die Frage. Ich rede nicht von Predigern im YouTube. Ich rede von Ulama. Große, ältere. Also 60-Jährige, 70-Jährige. Wie oft besuchst du sie? Jetzt kommt der ein oder andere und sagt, aber Sekunde mal, ich kenne ja gar keinen. Da fängt das Problem schon an. Wie willst du dann sagen, ich wurde erzogen? Wann bitte? Im luftleeren Raum? Wann wurdest du erzogen? Wann wurdest du erzogen? Wenn du nicht mal weißt, wo du dich erziehen lässt. In Deutschland, wir haben Sheikh Fathi, wir haben Sheikh Mohammed Huwaid, wir haben Sheikh Sayyid Abdul Ati zum Beispiel. Ja? Ja, aber ich kann kein Arabisch. Und jetzt? Was ist das für eine faule Ausrede? Du setzt dich hin und schaust ihnen zu. Nur das Blicken ist schon Erziehung genug. Aber der eine ist in Stuttgart, der andere ist in Bonn, der andere ist da bei Saarbrücken. Schon mal was von Zug gehört? Das sind so lange Dinger, die haben so Reifen, ja, und die fahren auf 2 Schienen. Die bewegen sich von A nach B. Du setzt dich in den Zug rein und fährst dorthin. Und setzt dich hin. Und lässt dich erziehen, indem du einfach nur sitzt. Dieser Weg dorthin ist dein Weg ins Paradies. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer einen Weg einschlägt, um Wissen sich anzueignen, dem ebnet Allah einen Weg ins Paradies. Natürlich umso mehr, wenn du mitbekommst, er kommt in meine Nähe, aber darauf darfst du nicht warten. Du willst dich erziehen lassen? Du gehst zu diesen Ulama. Du gehst hin, Salamu alaikum. In jeder Moschee findest du jemanden, der dir das übersetzen wird. Salamu alaikum, mein Sheikh. Ich bin da. Du bist nur da, um seine Hand zu küssen und setzt dich hin, betest und gehst wieder nach Hause. Das ist Erziehung. Wenn du das nie im Leben gemacht hast oder zu selten, bist du unerzogen. Entschuldigt, liebe Brüder, ja? Entschuldigt. Aber ich bin ja hier nicht hier ein Entertainer, ja? Sondern wir wollen uns erziehen lassen. Also machst du das. So wirst du viele schlechte Charakterzüge entfernen. Also Sa'id ibn al-Musayyib, einmal schickte Umar ibn Abdulaziz eine Frage an Sa'id ibn al-Musayyib. Noch einmal, Umar ibn Abdulaziz ist ein Mujtahid. Ist das klar? Ein Mujtahid. Also der braucht keinen zu fragen. Der macht den Koran auf, die Sunna auf und leitet die Urteile ab. Ein Riesengelehrter, aber er vergisst nie seine Schuyuch. Vergisst du je deinen Vater? Du als Sohn, wirst du irgendwann unabhängig von deinem Vater? Nein. Und so ist die Beziehung zwischen Schüler und Lehrer. Er ist dein Vater. Also sollst du ihn immer um Rat bringen, auch wenn du mehr Wissen hast als er. Aus Respekt. Als Dankeschön. Auf jeden Fall, Sa'id ibn al-Musayyib, auch ein Gelehrter, der Botschafter, der Bote, der zu ihm hingegangen ist, sagte, Umar ibn Abdulaziz verlangt nach dir. Und Umar ibn Abdulaziz war in Medina. Also macht er sich auf nach Medina, von Irak. Als Umar ibn Abdulaziz dann gesehen hat, Sa'id ibn al-Musayyib ist hergekommen, sagte, was machst du hier? Also nicht, dass er es hasst, sondern warum machst du dir die Strapazen? Ich habe dir doch nur eine Frage gestellt. Da sagt er, dein Bote hat gesagt, du hast mich gebeten, also bin ich gekommen. Schaut mal diese edle Beziehung zwischen Lehrer und Schüler. Hat der Lehrer gesagt, ja, sag immer, der soll selbst kommen, was soll denn das? Nein, sondern die Gelehrten gehen miteinander edel um. Rahimahumullahu rahmatan wasi'a. Al-Imam Malik, damit wir wissen, wer Umar ibn Abdulaziz ist, Al-Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, und Sufyan ibn Uyayna nannten ihn der Imam Umar ibn Abdulaziz. Ein Imam, also ein großer Gelehrter. Und Mujahid, rahimahullah ta'ala, sagte über ihn, wir sind zu ihm gegangen, um ihn zu lehren, unterrichten, da haben wir von ihm gelernt. Maimun ibn Mihran sagte, Umar ibn Abdul Aziz war der Lehrer der Gelehrten. Al-Dhahabi, rahimahullah, sagte, er war ein gewaltiger Imam, ein Faqih, ein Mujtahid. Jemand, der sich mit der Sunna auskannte. Und